Herzlich willkommen bei Radiologie Forum Magazin. Mein Name ist Guido Gebhardt. Wir sind hier auf dem RSNA 2015 in Chicago bei Vital Images auf dem Stand. Mein Gesprächspartner ist Martin Seelhorst. Er wird uns jetzt über die Neuheiten von Vital Images informieren. Hallo Martin. Hallo Guido, das freut mich. Vital Images ist seit 25 Jahren auf dem Bereich der 3D-Visualisierung tätig und insbesondere hier zum 100. RSNA-Jubiläum mit einer ergänzten und erweiterten Produktpalette vor Ort. Neben 3D-Visualisierung haben wir dazu bekommen als neue Produkte eine ganze Suite für Archivierung, Bildverteilung, und zwar nicht nur für radiologische Bilder, sondern die gesamten medizinischen Bilder und Daten können wir jetzt archivieren, verteilen über einen universellen Viewer. Und dazu bieten wir ein schönes Paket für Business Intelligence, mit dem man auch standortübergreifend Workflow-Verbesserungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen anstellen, monitoren und dann korrigieren kann. Ja, und als i-Tüpfelchen möchte ich noch erwähnen, dass wir hier eine 3D-Drucker-Suite haben auf dem Stand. In den letzten Jahren hat sich der 3D-Druck sehr stark etabliert, wird von vielen Klinikern, Chirurgen und anderen Medizinern genutzt, um ein tatsächliches Modell des Objektes, des Interesses zu haben. Und wir stellen es hier auf dem Stand vor, da unsere Systeme in der Lage sind, STL-Files, also für den 3D-Druck geeignete Daten, zu exportieren. Und das, denke ich, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, dann möchte ich gerne unsere Applikationsspezialistin, Frau Julia Trostl, vorstellen. Hallo Julia. Hallo Guido, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, etwas zeigen zu können. Lieber Guido, hier möchte ich dir gerne eine Lungenrundherduntersuchung zeigen, und zwar im Verlauf. Du siehst hier die Erstuntersuchung und die Zweituntersuchung. Was wir machen, wir werden die beide miteinander verknüpfen, sodass wir gleichzeitig durch die Untersuchung durchscrollen können, suchen dann den Rundherd oder die Rundherde, die wir in diesem Patienten schon gesehen haben. Diese werden wir nun detektieren mit unserem Selektionstool. Ich werde auf den ersten Rundherd draufklicken, den ich entdeckt habe, und automatisch ist unser System so konzipiert, dass der andere Rundherd mitdetektiert wird. Auch werden die Untersuchungen miteinander gematcht, das heißt, ich bekomme hier eine Zeit zwischen den Scans und ein Wachsen des Tumors oder des Lungenrundherdes in Prozent. Auch rechnet das System aus eine Verdoppelungszeit, wann sich dieser Tumor wieder verdoppeln würde in naher Zukunft. Im 3D-Bild kannst du hier ganz gut erkennen, wie sich der Rundherd darstellt. Das heißt, wir können in beiden Bildern hier schauen, ob er sich vergrößert und wie er sich verhält und wie er sich in Zukunft verändern wird. Diese ganze Aufnahme können wir natürlich abspeichern für die Zukunft, wenn der Patient das nächste Mal wiederkommt. Möchten wir das gern nochmal im Verlauf anschauen und können das dann wieder miteinander vergleichen. Auch haben wir ein Lungenrundherz-CAT zur Verfügung. Das ist unsere Partnerfirma, die das zur Verfügung stellt. Das ist ganz einfach zu bedienen. Es ist natürlich ein zweiter Reader oder ein zweites Lesesystem. Er zeigt uns dann gewisse Lungenrundherde an, die wir dann natürlich hier noch einmal anklicken müssen, um das zu bestätigen. Hier möchte ich gerne die 4D-Hirnperfusion zeigen. Und zwar können wir hier den vaskularen Teil sowie den Hirnperfusionsteil darstellen. Gut ist es, dass unser System direkt die Knochen rausarbeitet. Das heißt, wir haben schon eine 3D-Darstellung nur für die Gefäße und das System erkennt automatisch die Arterie und die Vene. Was auch hier zur Verfügung steht, ist, dass das System automatisch die Single-Value-Deconvolution-Berechnung, also der Algorithmus, der hinter der Hirnperfusion steckt, automatisch berechnet. Das heißt, wir gehen hier mit einem einzigen Klick schon in die Hirnperfusion und können unsere Auswertung hier vornehmen. Ganz einfache Speicherung ist hier möglich und, da ich ja gesagt habe, es handelt sich hierbei um eine 4D-Darstellung, können wir auch hier eine 4D-Aufnahme anzeigen, nämlich mit den Gefäßen und mit der Hirnperfusion als Gesamtpaket in einem.
Dieses können wir abspielen lassen und können die Anflutung der Gefäße darstellen und natürlich die Abflutung. Ja, Martin und Julia, herzlichen Dank, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt und uns die Neuheiten von Vital Images echt anschaulich präsentiert habt. Ganz herzlichen Dank auch an dich, Guido. Wir wünschen dir auch noch einen ganz schönen Tag hier am Kongress und dann in Chicago. Einen erfolgreichen RSNA. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.